Ja, die Frage ist, können wir Menschen überhaupt einen Planeten retten? Heute Morgen habe ich erst die Zahnpastatube aufgeschnitten, um noch den letzten Rest da rauszuholen. Es geht gar nicht darum, den Planeten zu retten, es geht darum, uns zu retten. Wir sollten es so schnell wie möglich anstreben, aber dem Planeten Erde ist das relativ egal. Der wird sich, nachdem wir ausgestorben sind, wieder erholen. Ich bin Nicole Raschke, ich bin Juniorprofessorin für Didaktik der Geografie und Umweltkommunikation. Mein Name ist Stefan Wettingel und ich bin an der TU Dresden an der Professur für Leistungselektronik tätig. Mein Name ist Ronald Queck, ich bin Wissenschaftler am Institut für Hydrologie und Meteorologie. Mein Name ist Anne und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist André Lindner und ich bin Bereichsdezernent am Bereich Bau und Umwelt der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Robin Weiß, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Leistungselektronik. Günther ist mein Name, ich bin Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement. Können wir den Planeten noch retten? Das ist eine gute Frage. Als Optimistin würde ich sagen, definitiv ja. Dafür brauchst du natürlich eine absolute Kehrtwende, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Also ich glaube, es steht nicht zur Disposition, wir haben gar keine Wahl. Ja, die düstere Aussicht, die Welt wird sich transformieren, das ist eigentlich Terraforming, was hier passiert. Und die Frage ist, was hinten rauskommt, also ob wir eine Lebensgrundlage noch haben werden als Menschen. Es geht gar nicht darum, den Planeten zu retten, es geht darum, uns zu retten. Dem Planeten Erde ist das wahrscheinlich relativ egal, als Ganzes gesehen. Der wird sich, nachdem wir ausgestorben sind, wieder erholen. Welchen Beitrag leistet deine Forschung für den Umweltschutz? Derzeit bin ich eher im Wissenschaftsmanagement tätig und ich hoffe, ich leiste meinen Beitrag, die verschiedenen Disziplinen im Bereich Bau und Umwelt, aber auch darüber hinaus interdisziplinär zusammenzubringen und da eben in Forschung und Entwicklung meinen Beitrag zu leisten. Unsere Forschung beschäftigt sich vor allen Dingen mit den regenerativen Energien und wie man die an das Netz anbindet. Da geht es vor allen Dingen um Netzstabilität, sodass wir noch mehr regenerative Erzeuger in unser Netz einbringen können. In unseren Projekten adressieren wir Schülerinnen und Schüler und stellen uns die Frage, welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse, welche Haltung muss man entwickeln für so eine Zukunftsfähigkeit. Mein aktuelles Forschungsprojekt Highlight beschäftigt sich mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Und das Ziel ist, diesen günstiger und netzfreundlicher zu produzieren und damit die Energiewende hoffentlich voranzutreiben. Wie können moderne Technologien den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen? Moderne Technologien können vor allen Dingen uns helfen, die Einflüsse in die Natur und die natürlichen Kreisläufe zu minimieren. Zum einen, indem sie weniger Umweltwirkungen verursachen und zum anderen, indem sie helfen, sich an die veränderte Umwelt anzupassen. Ich bin überzeugt davon, dass moderne Technologien ihren Platz haben und auch notwendig sind. Allerdings denke ich, dass es damit nicht getan ist, sondern wir auch eine gewisse Umstellung brauchen, definitiv von unserem aktuellen Lebensstil. Was sollten wir eigentlich so schnell wie möglich tun, um unsere Umwelt zu schützen? Reduktion der Konsumgüter aus meiner Sicht. Also das, was den größten Einfluss hat für die breite Bevölkerung, ist generell unser Konsummuster, unser Konsumverhalten. Und da haben wir den größten Hebel. Wir sollten so schnell wie möglich die Verbrennungsprozesse einschränken, die wir haben, und den CO2-Austausch minimieren. Zum anderen ist es natürlich auch wichtig, einen ganzheitlichen Umweltschutz zu entwickeln, der auch andere Probleme angeht, zum Beispiel Plastik, das in den Meeren schwimmt. Meines Erachtens sollten wir vor allen Dingen auf die Menschen hören und die Menschen mit einbeziehen, die das am meisten betrifft. Und das sind die jungen Leute, Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche und junge Studierende und deren Ideen mit aufgreifen. Ich denke, ein guter Ansatzpunkt sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Wenn wir es schaffen sollten, bis 2030 die meisten dieser Ziele zu verwirklichen, sind wir auf einem machbaren und guten Weg. Bis wann schaffen wir es denn, nachhaltig und klimaneutral zu leben? Das könnte noch viele hundert Jahre dauern. Wenn es nach mir geht, am liebsten morgen. Das ist natürlich ein langer Entwicklungsprozess. Für uns ist es ein weiter Weg. Wir müssen unseren Lebensstil hinterfragen. Wir sollten es so schnell wie möglich anstreben, aber ich denke, dort ein festes Datum zu nennen, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Was klar ist, dass wir das innerhalb der nächsten Jahrzehnte schaffen müssen, bis spätestens 2100. Wenn wir weiter so machen wie bisher, sind wir auf dem schlimmsten Szenario. Also das heißt, wir werden bis Ende des Jahrhunderts mit einer Klimaänderung und mit einer Temperaturänderung global von
ca. 5 Grad rechnen müssen. Das wird gravierende Veränderungen für die Lebensbedingungen an ganz vielen Stellen unseres Planeten nach sich ziehen. Es wird zu Hunger- und Dürrekatastrophen kommen. Es wird zu Bevölkerungswanderungen kommen, die schlussendlich in Kriegen enden werden. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Was machst du eigentlich im Alltag für den Umwelt- und Klimaschutz? Wahrscheinlich nicht genug. Wahrscheinlich ist immer Luft nach oben für das, was man in seinem Alltag tun kann. Ich würde mich schon als jemanden bezeichnen, der sehr sensibel mit dieser Thematik umgeht, sprich beim Konsumieren, beim Einkaufen von Lebensmitteln achte ich auf Regionalität, Saisonalität. Ja, ich persönlich fahre stets mit dem Fahrrad, habe kein Auto, nutze Carsharing, um trotzdem mit Familie von A nach B zu kommen. Ich versuche, so wenig Abfall wie möglich zu erzeugen. Natürlich das, was hierzulande die meisten machen, bei der Mülltrennung aktiv sein. Heizenergie sparen, Wärmeenergie sparen. Heute Morgen habe ich erst die Zahnpastatube aufgeschnitten, um noch den letzten Rest da rauszuholen. Es sind viele kleine Dinge, die man, glaube ich, tun kann. Und was sagst du jemandem, der Nachhaltigkeit nicht so wichtig findet? Ich kenne niemanden, der das nicht wichtig findet. Ich war so einer Situation noch nie ausgesetzt. Es ist schwierig, Leute, die Nachhaltigkeit unwichtig finden, zu überzeugen. Im Grunde sind die Fakten und Argumente alle schon da. Das nochmal zu verstärken, ist vielleicht nur auf eine persönliche Ebene möglich. Wenn man das nicht registriert, wird man irgendwann die Quittung dafür erhalten. Das wird mich wahrscheinlich nicht mehr so doll betreffen, vielleicht doch noch, aber vor allen Dingen unsere Kinder. Ich sage, schau dich um. Schau, was aktuell passiert, beobachte deine Umwelt, achte mal drauf, was sich verändert hat in den letzten 30 Jahren. Meinst du nicht, dass es dich auch irgendwann treffen wird? Wir treffen uns in 500 Jahren wieder. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr noch Lust habt, mehr Videos zu sehen von der Sitzgelegenheit, von dem Format, dann schaut am besten hier rein, wo es quasi um die Dresdner Studentenclubs geht. Und ein anderes Format, das ist die gute Frage. Und da geht es darum, warum so viele Menschen Angst haben vor 5G. Das findet ihr hier. Und am besten noch den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst.